Leute, hier ist wieder Seta, aka DevilMaus von TheYoungFamily.de und heute zu einem weiteren Teil von Devil's Castle. Ja, in der letzten Folge habt ihr gesehen, es sind sehr, sehr viele Leute ausgeschieden. Tatsächlich sind nur noch 14 übrig geblieben. Und unter den 14 übrig gebliebenen Leuten ist natürlich der liebe Chris auch noch, der mich immer noch mit begleitet in meiner Aufnahme und in seiner Aufnahme natürlich auch. Schaut, wie gesagt, bei ihm vorbei. Da könnt ihr das Ganze aus der Spielersicht sehen, ne? Und jeden Samstag machen wir das Ganze um 19 Uhr, wenn ihr natürlich Bock habt, mitzumachen auf unserem Server, pvp24.me. Oder in unserem Teamspeak, natürlich die gleiche IP, oder auf unserer Homepage, theyoungfamily.de, oder, ja, ihr findet uns auf jeden Fall, ne? Link ist natürlich auch alles in der Beschreibung bei mir, und, ja. Mit dabei und übrig geblieben ist noch, ich war das nicht, ja, das ist ein alter Bekannter, dann, der Playtastic ist auch noch mit dabei, der, Allsuchti, Fragezeichen, glaube ich nicht. Der Dorfbewohner 500. Dann Tekonda. Oh, Tekonda ist natürlich auch mit dabei. Der hat mich vorhin noch auf Skype-PvP begleitet, ne, mein lieber Freund. Ne? Wir haben es schon gesehen. Und, der Gamer 02 ist noch mit dabei. Dann, der Crazyboy 0071. Und, wenn ich irgendjemand vergesse, ne, haut mich bitte. Dorfbewohner 500 ist noch dabei. Der Snapex. Na, Dorfbewohner 500 habe ich tatsächlich schon gesagt. Schone ist natürlich auch noch mit dabei. Oder Schauen. Schon, ja. Okay, gut. Währenddessen, ne, in der nächsten Prüfung wird euch Folgendes erwarten. Ja, wieder in den Raum natürlich, wo meine lieben Teammitglieder jahrelang nicht aufräumen. Und ich das natürlich nicht alleine schaffe, sauber zu machen. Deswegen sind hier so einiges an hell leuchtenden Spinnenweben zu sehen. Ich muss mich umdrehen, sonst blindet es mich zu sehr. Weil ich gerade so ein bisschen, ne, da herrscht totale Dunkelheit, ne? Und ja. Mein Team räumt da halt nicht oft auf und deswegen werdet ihr kleine Erschwerungen gleich haben. Ihr müsst halt einen Weg finden, wie immer in die nächste Lobby, aber es gibt natürlich auch Fallen, also seid dort vorsichtig, ne? Und die liebe Regie hat vorgeschlagen, dass wir 6 Minuten euch Zeit lassen und ich würde sagen, lieber Chris, wenn ihr bereit seid oder hier im Teamspeak natürlich, ich bin bereit, meinetwegen lasst die Spiele beginnen. Währenddessen nämlich schon mal rausbegeben und den tollen Raum begutachte. Ja. An diesen Raum kann ich mich noch dunkel erinnern, als ich hier noch damals Feste gefeiert habe. Und heute sieht's so aus. Genau, 500 Sekunden, ne? Wow, hier sprintet schon einer direkt los. Der IX Pro Randy. Ein Jump-and-Run-Profi, wie ich sehe. Ne? Wahrscheinlich spielt er jeden Tag bei uns Skype PvP, ne? Wir haben viele tolle Sachen bei uns auf dem Server für die Leute, die das Video zum ersten Mal sehen. Unter anderem natürlich auch ein ganz exklusives Spielformat, das sich EXP PvP nennt. Ja, dort farmt ihr halt in einer Map halt Level und mit diesen Leveln könnt ihr euch in Shops halt Sachen kaufen und ja. Sehr, sehr beliebt. Nicht ganz so beliebt wie unser Skype PvP, aber ja, schaut mal dort auf jeden Fall vorbei. Oh, jetzt wurde auch noch ein Unsichtbarkeitseffekt mit dazugefügt. Liebe Freunde, ne? Wir schauen mal, welcher dieser Weg diesmal der richtige sein wird. Und 460 Sekunden sind noch Zeit. Da schreit jemand um Hilfe, ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, der ist unten im Spiel. Ja, wenn man in Spinnenweben ist, neben den Spinnenweben als kleiner Tipp für die Leute, die noch nicht im Weg sind, da sind überall Felder, wo man wieder hoch kann. Ne? Ja, hier ist bei ihm ein bisschen weit weg. Ja, obwohl hier ist eins, lieber Snapex, bei mir. Da kannst du hochspringen. Na, dann bist du genau. Sehr schön. Auch gefangen. Bist gefangen? Ja, ich bin gerade am Versuchen, da vorne zu kommen. Jetzt geht's wieder. Okay. Ich bin mal gespannt, wer diese Prüfung jetzt beenden wird. Ne? Lang genug ist noch Zeit. Ich sehe sie noch alle hier rumspringen. Und mal sehen, ob jemand auch schon in eine Falle geraten ist. Dann der nächste ruft um Hilfe, jetzt Black Ice PvP, ne? Währenddessen ich das Ganze hier von oben begutachte, ne? Ihr seht die Schatten dort noch ganz leicht rumschwirren. Ne? Ich versuche das so einigermaßen gut ins Bild zu bekommen für euch natürlich, liebe Zuschauer. Und ja. Chris, wo bist du denn mittlerweile? Sag mal, wo steckst du denn? Du denn? Warte kurz. Ich sehe dich, glaube ich, schon. Ja, ich sehe dich dort. Echt? Du bist in den Spinnenweben, ich bin hinter dir oben, ja. Oder, ja. Er ist schwer hier. Irgendwie. 370 Sekunden, aber es ist noch jede Menge Zeit, Leute, also ist noch nicht alles verloren. Aber es ist auch schon die fast letzte Prüfung, meine lieben Freunde. Also, ja, lieber Gamer02, das kann ich dir nicht verraten, ob es richtig ist. Noch gebe ich keine Tipps.
Aber wenn du das schaffst, du kannst es noch rausfinden, dann sind noch jede Menge Zeit übrig. Wenn du es nicht gefunden hast. Oh, der Gamer 02 rennt schon zurück. Ja, liebe Freunde, na, der AX, bitte hilf. Wer schreibt da bitte hilf? AX Pro Randy, okay. Ihr müsst mal, liebe Regie, das macht ihr natürlich schon nebenbei. Wie gesagt, die tolle youngfamily.de Regie. Herzlichen Dank an euch. Na, ihr macht einen tollen Job jedes Mal, während ich mich hier von Fussel labber. Ne, macht ihr die schwer verdienende Arbeit im Hintergrund und ja, habt wahrscheinlich nicht ganz so viel Spaß wie ich. Ne? Doch, ich bin mir sicher. Von den Geschichten, was ich da immer höre. Ich war tatsächlich noch nie im Regie-TS. Ich müsste da auch irgendwie mal vielleicht exklusiv mal mit dabei sein, ne, und mal aufnehmen. Aber nein, dann hauen mich meine Teammitglieder wieder. Weil die möchten immer nicht in der Aufnahme mit drin sein. Die sind immer ein bisschen schüchtern. Nein, außer die liebe Becky. Ne? Tut mir leid, ich habe gerade nicht zugehört. Was war? Ja, alles gut. Ja. Ich bugge. Ich Okay. wollte mich nur bei euch bedanken. Oh Mann. Ich bugge ganz am Anfang, also da, wo man gerade in die Lobby kommt. Wo du in die Lobby kommst. Ja, liebe Regie wird bestimmt gleich mal Ach, jetzt ist nachgucken. schon gut. Und werden wir sehen, ob schon ein paar Leute in die Falle gegangen sind. Na, ich bin mir jetzt. Ich weiß es tatsächlich diesmal nicht. Ich werde mich jetzt einmal ganz kurz in den Vanish begeben, damit ihr mich nicht seht. Nicht, dass ich irgendwas verrate. Und ich schaue schon mal exklusiv hier rein. Und schauen wir mal. Okay. Ja, also gefangen habe ich jetzt noch keinen gesehen. Schauen wir mal, liebe Freunde. Ich Ich werde hoffe, es mal werden weiter. viele. Ein paar sind vielleicht schon gefangen. Na, aber es sind 14 Leute nur noch. Von Oh, da schon viele aus. geschafft. Ja, ich guck mal kurz raus. Glaube, ich bin ausgeschieden hier. Oh, okay. Weiß leider nicht, wo man hin muss. Noch vor Ja. der Lobby, aber man kommt ja da nicht durch, weil diese Glasscheibe ist. Ja, vielleicht gibt es auch diesmal einen ganz, ganz tollen anderen Weg, wer weiß. Lieber Weiß es leider Chris. nicht. Ich bin tatsächlich mal gespannt. Denn ist denn schon irgendjemand weiter? Ja, so einige Leute sind Ja. weiter. Oh, tatsächlich sind wirklich schon welche weiter. Ja. Liebe Regie, ich habe tatsächlich den Ausgang gerade auch nicht gefunden. Holy crap. Wie habt ihr das getan? Wie habt ihr das getan? Wie habt ihr das getan? Aber es sind noch 180 Sekunden. Und Raffe ich ich noch. suche weiter vergeblich den Weg. Hallo. Nein, ich hänge schon Oh, wieder hallo, wer ist noch fest. mit dazugekommen? Sekunde. Wie bitte? Sekunde. Ja, ja, Gecko. ja, ja, ja. Entschuldigung, ich hab das schon verstanden. Tut mir leid. Ich habe nur gerade kurz einmal geguckt und habe einmal kurz in die Lobby gesehen und habe gemerkt, dass da schon doch schon ziemlich viele sind. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut machbar. Und weitergekommen ist zum Beispiel schon Taekwondo natürlich und Playtastic, wie immer Gamer02, dann VIP Lip und ich war das nicht und ich war das nicht und ich war das nicht und ich war das nicht. Nein. Warum gibt's schon Fragen? Ja, wollte ich mich auch gerade fragen. Oh, liebe Regie. Ja, das passiert auch mal, ne? Unsere liebe Regie hat schon euch mal eine kleine Frage, ne? Vorbereitet. Nein, nein, ist. What the fuck? Irgendwas ist gerade los, Mensch. Ja. Ja, nee, das ist schon alles okay. Diese Frage wird natürlich nicht mehr benutzt werden. Kommt euch da. Bin tot. Ich bin Oh. tot. Oh, okay. Auch. Oh. Ach ja. Liebe Freunde, ich würde sagen, wir machen nochmal einen ganz kleinen Cut und sehen uns gleich wieder. Bis dann, ciao. Ja, moin Leute, es ist wieder Zeta, aka Devil Mouse von theyoungfamily.de nach einem kleinen Cut, ne? Wie gesagt, ihr habt es gerade gesehen, wir hatten ein kleines technisches Problem. Bei uns ist irgendwie eine Frage, hat sich wie so ein Pistolenschuss gelöst. Und ja, trotz alledem haben wir jetzt natürlich wieder alle Leute, die noch mit dabei waren, noch geschafft, wieder zusammenzutrommeln, ne? Eigentlich sind es nur 2, 3 Minuten später, aber egal. Für euch ist es vielleicht 1, 2 Tage später oder eine Woche später oder einen Monat später oder ein Jahr später, je nachdem, wie ihr das Video jetzt seht.
mit in meine Endprüfung. Haben es geschafft, tatsächlich noch 14 Leute circa, glaube ich, waren es. Ich habe es jetzt nicht durchgezählt. Unter anderem mit dabei ist noch der Gamer 02. Dann, ich war das nicht. Ich war das nicht, Junior. Ich war das nicht. Nein. Okay, denn der liebe Christen ist natürlich auch noch mit dabei. Ne? Auch in meiner Aufnahme. Ne? Und in seiner Aufnahme. Genau, schaut bei ihm vorbei. Ne? Und hinterlasst auch mal ein Like oder einen Kommentar. Ja, der Schone ist natürlich mit dabei. Playtastic ist mit dabei. VIP-Lip. Dann It's Black Ice PvP. Der iXpro Randy. Der Dorfbewohner. Und ich habe niemanden vergessen. Gut. So, meine lieben Freunde, ihr habt es geschafft, tatsächlich in die letzte Endprüfung zu kommen. Und ihr steht jetzt kurz vorm Gewinn. Genau, ihr lest jetzt gerade schon im Chat. Der Gewinner oder die Gewinner erhalten 64 OP-Äpfel. Und ich würde sagen, liebe Regie, wie viele Fragen werden wir den lieben denn heute auferlangen? VIP Lip fragt ein Rang-Upgrade, aber es gibt da kein Rang-Upgrade bei ihm. Ja. Wieder. 10 Fragen. Okay, tatsächlich 10 Fragen, liebe Leute. Gut, dann würde ich sagen, seid ihr alle bereit? Dann, ich bin bereit. Dann würde ich sagen, die erste Frage für euch. Die Sonne ist größer als der Mond, ist das richtig? Wenn du willst, kannst du ja auch beim nächsten Mal die nächste Frage meinetwegen gerne vorlesen, lieber Chris, ne? Machen, ja. Genau, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Sonne wirklich größer ist als der Mond oder nicht. Das werden wir gleich sehen. Ist hier noch jemand mit uns im Teamspeak mit dabei? Ja. Was hast du? Oh, okay, du wusstest also, dass die Sonne größer ist als der Mond. Ja, das ist auf jeden Fall. ja. Ja, es gab ja natürlich letztes Mal dieses tolle Sonnenfinsternis-Phänomen vor ein paar Tagen, ne? Und alle, die es mitbekommen haben, ne? Manche haben vielleicht geschlafen, manche haben vielleicht gezockt, manche haben vielleicht nie wieder Tageslicht gesehen, wer weiß, ne? Aber es sind noch ein paar Leute mit dabei und es ist, 11 Leute. Das ist, glaube ich, kein ausgeschieden gerade, ne? Kann das sein? Ah, doch, einer ist ausgeschieden, Le Kid. Le Kid. Echt? Oh, war ja. Dabei, oder? Oh. Steht bei mir im Chat. Diese Spieler sind rausgeflogen. Likid unterstrich, ja, komischerweise. Ein Bug, oh. Ja. Gut, dann war es ein Bug. Nicht so schlimm. Bevor wir lange weiterreden, dann würde ich sagen, die nächste Frage für euch. Soll ich sie vorlegen, oder willst du? Ja, du. Achso, okay. Wenn man in Minecraft ein Spinnenauge ist, bekommt man Schaden, richtig? Jetzt bin ich mal gespannt. Spinnenaugen. Hast du da schon mal Spinnenaugen gegessen? In-game schon, aber im echten Leben nicht, nein. Im echten Leben hoffe ich das tatsächlich nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, was ist denn jetzt passiert? Oh, sind welche ausgeschieden? Nicht schlecht, nicht schlecht. Tatsächlich. Und wo kommt denn dieser Vergiftungseffekt? Ja, es haben nicht alle geschafft. Ein halbes Herz. Haben nicht alle geschafft. Genau. Das ist halt schade. Ja, wir schauen mal. Es sind noch 8 Fragen übrig. Und, ja, ich kann mich mal jetzt zu euch stellen. Währenddessen begrüße ich nochmal meine lieben Vasallen. Der Ahnungslose, hallo, ich grüße dich. Und natürlich der liebe Cola. Ne? Ich hoffe, ihr habt heute erfolgreich euer Werk getan. Ich glaube, du warst derjenige, der welche getötet hat, wenn ich mich richtig dran entsinne. Richtig? Wie nicht? Okay, Kiltmeister. Ja, 2 gekillt. Sehr, sehr gut. Gut, dann liebe Freunde, macht euch bereit für die nächste Frage. Und die nächste Frage wird sein, man kann auf THF momentan als, man kann sich auf THF momentan als Bilder, Dev und Moderator bewerben, richtig? Ich fahre mal mich gerade nur ein bisschen verwirrt, deswegen liebe Regie, es kam gerade nur so, piu. Nein, die suchen keine mehr. Tja, jetzt bin ich mal gespannt, wer das weiß. Ne, von euch lieben Zuschauern. Es kommt ja auch keine Meldung. Oh! Genau.
Es ist halt so, dass wir, dass nur wenn auf, wenn wir welche suchen, also auf der Homepage natürlich machen und dann halt eine Bewerbungsphase halt einläuten, wo ihr halt eine kleine Bewerbung halt schreibt, wo wir euch dann halt im Teamspeak kennenlernen, wo es ein Bewerbungsgespräch mit unserem Bewerbungsleiter sozusagen halt geben wird, also der für die Support und sowas halt zuständig ist. Und ja, ansonsten. Ja, vor allem ist es ja so, dass man sich auch als Mod gar nicht bewerben kann. Genau, ach so, ja, stimmt, ja, als ja, man sich, ja, klar, das war die Frage theoretisch. Genau, wir suchen höchstens Subs, ja. Keine Mods. Danke, lieber Maker, oder danke, lieber Chris. Ich wollte nur darauf hinaus, dass man halt, wenn sie Support halt suchen, ne, sich dann, ne, Homepage habe ich ja gerade erklärt. Aber, ich sehe gerade, die große Masse hat sich schon gelichtet. Hm. Ich würde sagen, wir machen ein paar weniger Fragen, liebe Regie. Was haltet ihr davon, wenn wir die letzte entscheidende Frage einläuten? Ich denke mal, wenn wir ein paar Gewinne haben, ist das manchmal drei Fragen. Drei Fragen noch. Okay, okay, gut, alles klar, liebe Regie. Ihr macht es den Leuten nicht leicht, ne? Gut, dann würde ich sagen, haben wir noch drei Fragen vor uns und legen mit der nächsten Frage sofort los. Na, lieber Chris? Der Rang auf T und F zu Button heißt ab, richtig? Oh, sehr gut. Der Rang zwischen Bot und Co-Admin heißt. Tja, ob das wirklich richtig ist, werdet ihr ja gleich sehen. Oder nicht, ne? Je nachdem, was ihr halt angeklickt habt, liebe Freunde. Ne? 9 Sekunden noch. Ja, ich bin mal gespannt. Lieber Tokonda ist auch noch mit dabei, der VIP-Lip und IX-Pro Randy. Ne? Und der liebe Chris natürlich, aber der ist ja eh die ganze Zeit mit dabei. Mittendrin stand nur mit dabei, ne? Oh, es ist tatsächlich keiner ausgeschieden? Ja. Sehr gut, sehr gut. Alle haben es gewusst. Brave TJFler. Gut. Game Master ist dazwischen. Dann sind noch 2 Fragen übrig. Genau, der Game Master ist dazwischen. Und, mit der nächsten Frage. Genau, lies ruhig vor, gerne. Ja? Hallo? Die Mod Inventory Tweaks ist erlaubt, ist das richtig? Ah, jetzt bin ich mal gespannt. Es gibt, glaube ich, auch im Forum eine Liste tatsächlich, was an Mods und so erlaubt ist oder so, beziehungsweise wenn es so nicht gibt, wird es sie bestimmt auch bald geben. Ne? Auf, wenn ich gewinne. Aber. Ha. Alle. Eigentlich ist sie ja nicht erlaubt wegen den Cheat-Werten, oder nicht? Genau. Tatsächlich hat es niemand geschafft, liebe Freunde. Ich habe auch nein angeklickt. Um euch die Frage zu beantworten. Ach, jetzt einmal, Leute, alles sind raus. Genau. Also, Inventory Tweaks ist halt ein Mod, der natürlich unsere Anti-Cheat-Plugins und sowas halt beeinflussen kann. Ne? Und, ja, von da aus würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr natürlich dabei sein wollt, joint das nächste Mal auf unserem Server, am nächsten Samstag, 19 Uhr, ja. aber irgendwas stimmt nicht, weil ich habe nein angeklickt, wegen den Cheat-Werten. Ausgeflogen. Okay, liebe Regie, ihr könnt uns ja mal ganz kurz aufklären, ne? Wir können ja mal ein ganz kleines Ende machen. Der Mod Inventory Tweaks ist erlaubt, selbst wenn er auch nicht so gerne gesehen ist, weil er kein Spielvorteil direkt bietet, weil er komplett blockiert wird. Es ist doch so, dass er Cheat-Werte verursacht und deswegen man ihn am besten ausnehmen sollte. Ist, ja, genau, wir sagen halt den Leuten natürlich, der Mod ist erlaubt, aber es ist eh nicht wie Optifine. Gut, Optifine hast du keinen Vorteil, aber naja, gut, vielleicht doch mit einem Ranzoom oder sowas. Aber es ist halt so, dass tatsächlich Inventory Tweaks halt unsere Cheat-Plugins natürlich beeinflussen kann. Da waren wir die Leute natürlich vor. Aber sie können es halt benutzen, zum Beispiel für, ne, für City Build, was eh nicht funktioniert, ne, aber es wird ja wie gesagt geblockt, ne. Von da aus, leider, das war eine kleine Fangfrage, okay. Ne, es war tatsächlich richtig, ich auf diese Frage habe ich schon mich gefreut, ne, weil ich das wusste, dass, also dies war tatsächlich die einzige Sache, die ich wusste, dass sie kommt, ne, und, ja, es hat leider keiner geschafft, an die, Halle des Sieges zu kommen. Ne, bisher ist nur einer dort und das ist immer noch der Captain Ventrix, ne? Ja, wie gesagt, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei sein wollt, ne, und das schaffen wollt, ne, joint auf unseren Server, pvp24.me. Das war's von mir, von der lieben Regie, von dem lieben Chris, von allen Leuten im Teamspeak und ja, das war's. Ciao! Hello.